Domine Luit Gardis, filiique de Durn, qui fuerunt fundatores de domus in Heilbrunn. Die edle Frau Luitgard und ihr Sohn von Durn waren Gründer des Deutschhofs in Heilbrunn. So lautet der Eintrag im 1601 zusammengestellten Anniversar der Kirche des Deutschen Ordens in Heilbrunn. Diese Luitgard von Durn, die er genannt wird, war verheiratet mit Ulrich von Durn. Sie hatten zwei Söhne, einen weiteren Ulrich und Konrad. Die Familie der Edelfreien von Durn war vor allem im Odenwald begütert. Sie gründete unter anderem die Stadt Waldürn, heute im Neckar-Odenwald-Kreis, spöttisch im Badisch-Sibirien. Aber die Familie besaß auch in Heilbronn umfangreiche Güter. Ohne dass dieser Umfang genau bekannt wäre, festgestellt werden könnte. Möglicherweise stammt der Besitz der Familie von Durn in Heilbronn aus dem Klostergut des Klosters Amorbach, das im 11. Jahrhundert in Heilbronn als Güterbesitzer erscheint. Die Familie von Durn waren auch Vögte dieses reichen Klosters im Odenwald. Ulrich von Durn, der genannte Sohn der Luitgard, war seit 1225 etwa Mitglied des Deutschen Ordens. Er war der genannte Filius, der seinen Teil des Dürner Besitzes in Heilbronn in die Gründung des Deutschen Hauses in Heilbronn einbrachte. Der Stammsitz des Geschlechts war die Wildenburg im Odenwald, eine Höhenburg gelegen zwischen Waldürn und Amorbach, oberhalb des Tals der Mut. In dieser Burg war der berühmte Dichter des Mittelhochdeutschen Wolfram von Eschenbach zu Gast. Konrad von Durn, also der Bruder des genannten Ulrich, war einer seiner Mäzene. Wolfram von Eschenbach ist vor allem durch seine Lyrik bekannt, durch seine Tagelieder, aber sein Hauptwerk ist das Versepos Parsival. Teile dieses Versepos hat Wolfram von Eschenbach eben auf der Wildenburg geschrieben, etwa zur selben Zeit, als Ulrich von Durn in den Deutschen Orden eintrat. Der Aufenthalt Wolframs von Eschenbach auf der Wildenburg ist auch durch den Text des Parsival selbst überliefert. Als Wolfram in diesem Versepos beschreibt, wie Parsival zur Gralsburg kommt, benutzt er die Wildenburg, die ja seine Zuhörer gut kannten, zum Vergleich, um zu zeigen, wie groß, wie mächtig diese Gralsburg gewesen ist. Die Wildenburg besaß in ihrem Palas, also im Hauptgebäude, einen sehr großen Kamin. Seine Umrisse sind heute noch zu sehen. Die Wildenburg ist eine Ruine. Wolfram schreibt an dieser Stelle: So große Feuer sieht noch eh, sach niemand hier zur Wildenberg, jenes warend köstlich Werk. Auf Deutsch übertragen, auf Neuhochdeutsch übertragen, hier in der Übersetzung von Dieter Kühn, heißen die letzten drei Verse: So große Feuer sah noch keiner, hier auf Wildenberg, noch nie, es waren teure Wunderwerke.